Hallo und herzlich willkommen auf dem Wohnwagenkanal. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute wieder die App des Monats und heute geht es um die App, die Parkuhr. Die stelle ich euch jetzt in den nächsten Minuten vor. So ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, freue ich mich über einen kurzen Klick, weil dann habt ihr nämlich den Vorteil, dann entgeht euch nichts mehr hier von dem, was wir online stellen. Viel Spaß dabei und bis demnächst. Ja, hier ist die Parkuhr von der Motortalk Community und ich denke, die Motortalk Community ist in Deutschland, wenn nicht sogar zum Teil auch Gesamteuropa, vielen ein Begriff. Das ist nämlich die größte Automobil-Community, also ein Riesenforum. Und von denen stammt diese Parkuhr. Jetzt kann man natürlich sagen, Mensch, eine Parkuhr, was ist denn das? Warum wählt er das jetzt aus? Ich zeige euch das mal, denn ich halte das wirklich für eine ganz witzige und auch hilfreiche Unterstützung, gerade wenn man im Ausland auf Reisen unterwegs ist. Die App zieht sich auf Basis von Google Maps meinen aktuellen Standort. Und wenn ich dann, keine Ahnung, man muss sich immer in die Situation versetzen, okay, man hat irgendwo im Süditalien in irgendeinem kleinen, schönen, schnuckligen, aber verwinkelten Ort sein Fahrzeug abgestellt, kann ich hier mit sagen, ich parke das, beziehungsweise er merkt sich damit die Stelle, wo ich es geparkt habe. Und möchtest du einen Timer erstellen, jetzt kommt auch die Sinnhaftigkeit zur Parkuhr ins Spiel, kann ich sagen, ja. Und kann dann hier hinterlegen den Alarm, wann ich erinnert werden möchte, dass mein Parkticket oder meine Parkuhr oder was auch immer in irgendeiner Form abgelaufen ist. Ich setze den jetzt mal hier auf eine Minute, damit ich das vielleicht zeigen kann. Und ihr seht jetzt hier unten, tickert der Timer runter. Ich kann hier wieder hingehen und sagen, okay, lösch den Timer, vergiss es einfach. Oder nachher kann ich mir, ich bin jetzt zu Hause und bewege mich natürlich nicht, hab's aber ausprobiert und kann mir dann später die Route zu meinem Auto anzeigen lassen. So, ich gehe jetzt einfach mal hier aus der App raus. Die müsste jetzt im Hintergrund auch noch weiter runterlaufen. Währenddessen erzähle ich euch so ein bisschen. Ihr seht hier, das sind so meine Sammlungen an Apps, die ich mir anschaue, die nicht alle den Titel App des Monats verdient haben, aus meiner Sicht. Aber dennoch so einen eigenen Ordner mit den ganzen Apps, die ich so habe. So, und ihr seht hier, da kommt dann der Alarm, beziehungsweise der Hinweis, dass die Parkuhr abgelaufen ist und dass ich dann mehr oder weniger weiß, okay, jetzt muss ich los und kann mir dann hier die Route zum Auto anzeigen lassen. So, ich bin zu Hause, jetzt wisst ihr auch alle, wo ich wohne. Also Fanaufläufe bitte nicht, gibt immer Ärger mit der Nachbarschaft. Nein, Spaß beiseite. Ich finde eine wirklich lustige Idee und vielleicht viel Spaß dabei.